Ja, guten Morgen Leute, ich grüße euch, herzlich willkommen. Kleiner Vlog zwischendurch, es ist, lass mich mal gucken, es ist 6:21 Uhr am Morgen. Ich konnte nur minimal pennen, drum bin ich jetzt wieder da und dachte mir, komm, nimmst du mal einen Vlog auf. Ihr habt ja gestern im Livestream schon gesehen, wie es hier aussieht, nämlich echt brachial beschissen. Ja, ist so, sobald jetzt meine Freundin wach ist, werde ich mich darum ein bisschen kümmern. Ich möchte es jetzt nicht stören und ja, das Schlafzimmer ist genau da hinten, also sprich zwei Türen weiter und es wäre dann ein bisschen laut. Drum, ja, hat es nur ein paar Minütchen Zeit, denke ich. Ich denke mal so 8, 9 wird sie aufstehen, dann ja, kann ich loslegen, dann wird es hier wieder ja, etwas vernünftiger ausschauen, hoffe ich, mal den ganzen ja, Kartonmüll rausbringen und ja, die restlichen Kisten natürlich ausleeren und so weiter und so fort. Ich denke, das ist dann für heute Morgen bei mir geplant. Jetzt werde ich mir jetzt gleich erstmal einen Kaffee machen, weil ich hier noch eine Kanne von gestern stehen habe. Aber nee, ich mache einen frischen. Ja, dann wollte ich noch ankündigen, mit was wir heute durchstarten. Nämlich habe ich jetzt in der Zeit des Umzugs auf dem Handy ganz gerne Hearthstone gespielt. Und jetzt werden sich die ein oder anderen denken, Michi, was? Ja, es ist so, ich habe echt Hearthstone irgendwie die letzten Tage brutal gefeiert. Also, was heißt gefeiert? Es gibt durchaus bessere Spiele für mich. Also, ich bin nach wie vor Survival und auch Roleplay-mäßig sehr gerne unterwegs, aber auch Hearthstone fand ich jetzt wirklich geil. Und da werde ich heute auf jeden Fall mal gucken, was so im Stream abgeht. Es juckt übrigens meine Nase, also nicht wundern, da ist irgendwie ein Pickel oder so, ich habe keine Ahnung. Ich weiß jetzt nur nicht, ob wir das dann auf YouTube oder auf Twitch machen, da könnt ihr dann selber gucken. Schaut, dass ihr die Benachrichtigungen anhabt, dann wisst ihr es natürlich. Und dann starten wir heute mal ein paar Stündchen mit Hearthstone durch. Start wahrscheinlich so gegen Mittag, so Richtung 12 Uhr, vielleicht davor schon. Mal gucken, wie ich Bock habe. Und dann gegen späten Nachmittag Richtung Abend geht es weiter mit der Arma 3. Und ich habe da für den Arma 3 Server natürlich jetzt, hatte ich ja gestern schon gesagt, ja, wir müssen irgendwas ankündigen, irgendeine Serverregel hinzufügen, die dafür sorgt, dass diese brutale Gewalt, die wir momentan haben, nicht mehr vorherrschend ist. Also das natürlich Überfälle, diese Nase, ne? Ja. Dass natürlich Überfälle nach wie vor stattfinden, allerdings nicht in dem Ausmaße, wie es jetzt auch in der Zeit war, wo ich nicht da war und jetzt auch gestern eben war. Ja, deswegen gibt es jetzt eine Serverregelung, dass man große Überfälle, die jetzt zum Beispiel Sachen wie Lösegeld oder Sachen wie Entführungen und alles, was so in diesem ganz harten Kontext zusammensteht, dass da jetzt ein periodisches Zeitsystem vorgesehen ist, dass man das eben nur alle 4 Stunden eben machen darf. Also, dass man nicht mehr, jetzt keine Ahnung, du stirbst jetzt, weil du es nicht geschafft hast, komm direkt, nächster Streifenwagen ist mein Ziel. Das funktioniert jetzt nicht mehr. Alle 4 Stunden, das gilt dann entweder für Einzelpersonen oder eben auch für Gangs. Also nicht, dass jetzt einer sagen kann, hier, wir sind 4 Leute in unserer Gang, jetzt macht da Günther zuerst und hinterher darf da Richard. Das funktioniert natürlich auch nicht. Das findet ihr in den aktuellen Serverregeln natürlich auch im Forum nochmal beschrieben. Und ich denke, damit werden wir ganz gut fahren. Jetzt schauen wir mal, wie sich das in der Praxis dann bewährt. Und eventuell kann man das ja dann auch wieder ändern oder ein bisschen lockern oder was weiß ich. Aber jetzt erstmal so, um jetzt wieder so ein bisschen in die Roleplay-Fahrt reinzukommen, denke ich, ist es eigentlich eine ganz gute Idee, mal da so ein kleines Regelwerk-Update mit einzubinden. Ja, weil ihr wisst ja selber, an den Menschenverstand appellieren hat noch nie funktioniert, auch nicht im Armer-Bereich. Deswegen denke ich, fahren wir damit jetzt erstmal ganz gut. Genau, so viel zu Armer. Ich weiß nicht, es wird wahrscheinlich heute noch ein kleines Video geben, aber nur so just for fun, kleines Infovideo, was gerade so auf meinem YouTube-Kanal losgeht. Ich spoiler direkt mal. Ich habe eine Mitteilung von YouTube bekommen. Lieber Michael, nicht wundern, wenn die Einnahmen durch YouTube gesunken sind, denn
Es sind vielleicht ein paar Videos mit dabei, die für die Monetarisierung nicht geeignet sind. Da werde ich dann euch noch mal kurz drüber aufklären, was es damit auf sich hat. Das Video wird ein bisschen später kommen, denke ich mal. Also wenn wir dann so Pause machen, irgendwann mal nachmittags, wird dieses Video dann wahrscheinlich erscheinen. Könnte ganz informativ und lustig sein, weil manchmal denkst du dir, was ist los mit euch? Was ist los mit euch? Aber gut, so ist YouTube im Moment, können wir nicht ändern, wir müssen damit leben. Und ich meine, es sind natürlich jetzt keine Einnahmen auf YouTube, wo ich jetzt denke, oh nein, jetzt gehe ich pleite. Ne? Ja, ihr wisst selber, so viele Einnahmen habe ich natürlich nicht auf YouTube, aber dennoch ist es natürlich im Endeffekt eine Frechheit. Aber gut, sei es drum, so viel dazu. Was wollte ich euch noch erzählen? Ja, heute Hearthstone, wie gesagt, danach Anna auf jeden Fall. Und wie es dann mit den anderen Projekten weitergeht, wie zum Beispiel Ark, Ragnarok hatten wir ja noch vor dem Umzug. Und Citadel, da weiß ich jetzt nur nicht, da frage ich dann auch mal die Spieler, die auf dem Server spielen, ob sie Bock drauf haben, dass das dann öfter läuft oder wie es aussieht. Heute auf jeden Fall mit Hearthstone am Start. Ich bin nicht der Überking, also ich weiß schon, was ich mache, aber ich verliere auch dementsprechend häufig, also nicht das Gelbe vom Ei erwarten. Und der Armer, genau, dann Richtung Primetime, abends, Richtung nachts. So wie immer im Endeffekt. Mal gucken, wie es wird. In diesem Sinne, ich bedanke mich ganz herzlich bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns später. Haut rein und tschüss.